Ja, herzlich willkommen zurück. Und ja, eigentlich bin ich irgendwie schon da völlig raus, ja. Wie geht's denn weiter? Wir haben keine Videos mehr, es geht direkt hier mit einer Mission weiter, nicht wahr? Oh. Kaffee, ja. Immer. Colonel, ich möchte, dass Sie eine andere Aufgabe erledigen. Wir haben höchstwahrscheinlich die Hauptnachschubroute des Feindes entdeckt. Da die Regierung von Circe im Augenblick eine neue Offensive plant, wäre es am besten, wenn Sie die Zerstörung dieser Nachschubroute übernehmen könnten. Sehen Sie selbst. Mitten durch den Nebel? Deshalb konnten wir Sie auch erst jetzt entdecken. Sie haben auf diesem Weg regelmäßig Konvois durchgeschickt. Es wird Zeit, das zu stoppen. Ja, ich bin ganz Ihrer Meinung, Colonel. Oh, da ist noch etwas. Wir empfangen mehrere seltsame Rotverschiebungssignale von einem Satelliten, der den 6. Planeten umkreist. Es wäre schön, wenn Sie den Satelliten einsammeln könnten. Wir wollen ihn uns ansehen. Viel Glück. Wer will diesen Satelliten holen? Ich melde mich freiwillig, Sir. Sonst noch irgendjemand? In Ordnung, Cat Scratch. Übernehmen Sie die Mission. An die Arbeit. Tja. Ich melde mich freiwillig. Ob ich das so gut heißen soll. Bring mir das Schiff genauso sauber zurück wie beim letzten Mal. Dann zeige ich dir, was der alte Player so alles kann. Wenn wir nicht so schlimm dran wären, würde ich alle Javelin HS-Raketen zum Fenster rauswerfen. Diese Dinger sind der letzte Dreck, verglichen mit den anderen Waffen. Aber wir leben in schweren Zeiten und wir müssen alles einsetzen, was wir haben. Und wenn sie ihr Ziel mal treffen, dann richten sie schon einigen Schaden an. In den Primate können wir wieder fliegen, das ist wunderbar. Ab geht die Reise. Mal sehen, was hier so auf uns wartet. Wir haben Gesellschaft. Ja, geil, ja. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Ja, hatte ich wieder ein bisschen höher gestellt gehabt zuletzt, ne? Ah, ein paar Hellcats, die abgeschossen werden wollen. Okay. Na, dann komm mal ran hier. Irgendwas hat mich erwischt hier, oder? Target-System 100%. Ja, klasse. Das kommt aber gar nicht gut. Das Radar zeigt nichts an. Fliegen wir weiter. Sir, Cat Scratch hat eine Menge Probleme. Er hat den Satelliten, aber der Feind hat ihn mit Leech-Raketen lahmgelegt. Er ist völlig wehrlos, Sir. Was meinen Sie, Colonel? Brechen wir die ursprüngliche Mission ab? Ich kann den Jungen nicht sterben lassen. Wir holen ihn. Okay. Sie bekommen eine neue Navigationskarte. Ich bin eh am Arsch. Zum einen und zum anderen können wir nicht noch ein paar Piloten verlieren hier. Wenn ihr Jungs ein paar von denen unschädlich macht, kann ich aussteigen. Colonel, wenn er aussteigt, können wir sein Schiff zerstören. Der Feind wird seinen Satelliten nie zurückkriegen. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Ja, jetzt müssen wir aber erstmal schnell genug sein, sonst ist das Ganze verschissen hier. Jetzt auf, Colonel. Gut.
Ja, Target-System heißt, dass ich da unten auf dem Radar nicht mehr sehen kann, was ich da anvisiert habe hier. Jetzt habe ich natürlich die Arschkarte, dass ich ihn reinholen muss, weil ich diesen Avenger fliege, ne? Aber gut. Denn Colonel Christopher Blair ist sich auch nicht für die einfachsten Aufgaben zu schade, ne? Naja. Wo ist der kleine Depp? Will er ja hier sein, ne? Mission abgeschlossen. Tja, was soll ich sagen? Das habe ich mir gedacht. Da ist irgendwo noch ein gesprungener Pilot, ne? Kann ich natürlich auch mal gerade noch reinziehen hier. Den nehmen wir noch mit hier. Ob Feind oder nicht, ist dann ja auch schiet egal. Dann ist das halt ein Gefangener. Geht's. Benötige Landeerlaubnis. Sie können landen, Sir, und vielen Dank. Vielen Dank. Ich werde Ihnen ewig danken. Ja. Ist ja gut. So. Ich muss mit dir reden. Komm endlich her. Was habe ich gesagt? Was ich. Nein, was genau sagte ich dir, als du. Es tut mir sehr leid, Sir. Ich möchte wissen, wie Sie in diese Zwangslage geraten konnten. Das sollte nur ein Routineflug werden. Ich hab's gut gemeint. Ich hab die Raketen abgefeuert, genau wie es mir Maniac sagte, aber plötzlich ist dann alles schiefgelaufen, Sir. Scheiße. Ich hätte es wissen müssen. Wenn ich nochmal höre, dass Sie solche Ratschläge erteilen, male ich Ihnen eine Zielscheibe auf den Rücken und erkläre die Schonzeit für beendet. VOB-Dateiwechsel, ja. Ich sagte nie, dass er das tun soll. Das ist alles ein Irrtum. Und weil wir schon mal dabei sind. Panther wird bald das Skalpell ansetzen, wenn sie ihre Hormone nicht zügeln können. Wusste ich doch, da ist was los. Ich gebe Ihnen einen Rat. Reißen Sie sich am Riemen. Die Grenzwäldler können nämlich Angeber überhaupt nicht ausstehen. Darüber reden wir noch, Freundchen. Sind Ihnen die Auswirkungen klar? Ihre Dummheit hat uns viel gekostet. Es tut mir sehr leid, Sir. Wir brauchen jeden Piloten, deshalb streiche ich Sie nicht von der Flugliste. Sie fliegen nur noch unter Aufsicht. Für den Rest des Jahrzehnts. Naja, Jungspund, Jungspund. Kann
kann ich vorher speichern. Nicht, dass ich hier Entscheidungen fälle, die ich nachher bereue. Was geht's denn? Pliers. Hey, gute Neuigkeiten, Junge. Sehr schön, die kann ich brauchen. Die Rickel-Ruthy-Freunde halfen mir bei der Tarnvorrichtung. Funktioniert sie? Ja, sie haben mir gezeigt, wie man mehr Saft aus dem Kristall rausholt. Das Problem ist, dass ich nur noch einen Kristall habe. Mit einem Flügelmann wird's also nichts. Neben jemanden zu fliegen, der nicht getarnt ist, ist wohl ziemlich sinnlos. Der Kristall wird früher oder später verbraucht sein. Hoffentlich später. Wir sollten uns die Minen unter den Nagel reißen, aus denen das Zeug kommt. Dummerweise liegen sie im konföderierten Gebiet. Eine Frage. Wollen Sie damit fliegen? Ich bevorzuge einen Flügelmann. Wer braucht Flügelmänner? Ich bevorzuge einen Flügelmann. Ja, das ist nach wie vor so. Für diese Runde. Nein, es tut mir leid. Wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass es genügend lange hält und auch noch ohne Begleitung eines Flügelmanns, ist es zu riskant. Ist das der Dank für meine harte Arbeit? Ich sag mal doch ja, was soll's. Wer braucht Flügelmänner? Machen wir es uns mal ein bisschen schwieriger. Oder auch eben nicht, je nachdem, wie es dann läuft. Machen Sie mich unsichtbar, Pliers. Ihr Wunsch ist mir Befehl, Junge. Speichern wir so und gut ist. Ja. Sonst keine Videosequenzen? Doch. Jojo. Da geht's jetzt nochmal um Ruas hier. Glaube ich. Puh. 46 Stunden. 46? Bei mir sind es nur 20. Was? Ohne Schlaf. Nein, ich spreche davon, wie lang Captain Eisen bereits weg ist. Er hat noch keine Nachricht geschickt. Leider nicht. Ich hoffe, er schafft's. Ja, das hoffe ich unseretwegen auch. Leider habe ich das Gefühl, dass die Daten nicht ausreichen. Das ist zu befürchten. Ich bin mir sicher, dass er die Sache durchboxen wird. Ja? Was, wenn er sich an die falschen Männer wendet? Was meinen Sie? Was wohl? Die Konföderierten sind viel mächtiger, als wir uns das im Entferntesten vorstellen können. Der verfluchte Seether und seine Helfer können auf unglaubliche Ressourcen zurückgreifen. Ja, Söldner, Piraten, Konföderiertenschiffe, unsere Schiffe. Auf diese Schiffe ohne Abzeichen. Ja. Und viele der Konföderierten bekommen den Missbrauch gar nicht mit. Und wir wehren uns und sind dann die Bösewichte. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn wir uns so verhalten, dann können wir den Kriegsausbruch nicht verhindern. Die Ratsabstimmung ist in 5 Tagen. Und Sie haben keine Ahnung, was hier wirklich vorgeht. Na gut, sagen Sie mir, was wir unternehmen können. Wir sterben beim Versuch. Es gibt immer Hoffnung. Jo, wir möchten leben. Wir können nur hoffen, dass Eisen seine Freunde überzeugen kann. Ja. So sieht das aus, ne? Und jetzt kommt dann schon die nächste Mission Impossible, ja?
Ja gut, speichern wir das erstmal und hiermit beende ich diesen Part. Bis dann.